Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 in der Full House Challenge. Und jetzt haben wir hier unsere liebe Claire. Ich muss hier gerade noch mal mein Handy hinstellen, nicht wundern. So, jetzt passt das, jetzt kann ich auch die Zeit überblicken. Ja, wir waren dabei. Ich glaube, unser Strom ist abgestellt. Genau. Ich erinnere mich noch daran, auf jeden Fall. So, fleißig arbeiten, fleißig arbeiten. Hier auch und hier auch, ne? Perfekt. Dann wollte Damien auf jeden Fall mit den Blumen reden. Mit Claire müssen wir jetzt noch so einen halben Tag quasi rumkriegen. Ja. So. Ableben eines Sims. Ach ja, das könnte etwas. Naja. So, ich muss mal gucken. Wir sammeln mit ihr gleich mal den Garten ein. 10.200, also auf Grunde 10.3. Merken wir uns mal. Sie wird nämlich jetzt erstmal ganz entspannt die ganzen Früchte hier einsammeln. Und jetzt haben wir schon wieder alle diese. Oh nee, ey. Okay, wir sammeln erstmal alles ein und dann starten wir ein Treffen von der ultimativen Haushalts-AG. Spiele 24 Stunden Sims 4. Yes. 24 Stunden sind wir schon in diesem Game. Sehr krass. Mensch. Und wir sind gerade mal bei der Hälfte der Zeit eigentlich, ne? Weil die jetzt ja auch erst älter werden in 13 Tagen. Also nicht mal die Hälfte der Zeit. Aber gut, es war ja bekannt, dass es ein längeres Projekt wird, ne? Sagen wir es mal so. So, sie muss jetzt zur Arbeit. Oh, wir haben ihr gar keinen Urlaub gegeben. So viel dazu. Hier haben wir zumindest alles abgeschlossen. Ach, wir hatten ihr bewusst keinen Urlaub. Halt, stopp, halt, stopp. Wir verkaufen jetzt erstmal das hier. Bevor du zur Arbeit gehst, ja, wirst du bitte nochmal ganz schnell die Rechnung bezahlen und dann gehst du zur Arbeit. So machen wir das. Claire, jetzt mach mich nicht sauer hier, meine Freundin, ey. So, ist ganz wichtig hier die Rechnung. Jetzt darfst du zur Arbeit gehen. Fluchtwagenfahrerin. Ach ja, da war ja was. Wenn wir noch schnell die Versammlung starten, ja, ne? So. Dann fangen die Leute nämlich jetzt an, sauber zu machen. Dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wenn wir am Ende der Challenge sind, wie die Leute das so gemeistert haben. Und was wir aus diesem Haus, also man könnte es ja mal umbauen, dass es halt so eine Luxusbude ist für eine Familie. Das sieht so geil hier aus, ne? Man sieht echt, dass es sein Zimmer ist irgendwie. Also, er ist ja, glaube ich, Chaot. Ihn interessiert das nicht, dass man Wäsche irgendwie waschen kann und so. Ja, dass der sich hier nicht unwohl fühlt, ne? Egal. Wir sind aber als nächstes eh mit ihm dran. Dann können wir das da mal verschönern. Ich bin am Überlegen, er ist ja der Einzige, der seine ganze Wäsche hier ins Zimmer schmeißt. Ob wir hier, oh. Ist nass hier unten. Warum? Hat jemand hier nasse Kleidung reingeworfen? Also hier läuft es schon fleißig aus, das ist ja nicht schlecht, ne? Vielleicht repariert das jetzt ja jemand. Wer weiß. Wir machen erstmal auf fleißig arbeiten. Ja, also wir müssen ihm dann auch das gute Bett noch kaufen. Da fehlt ja er noch. Sie fehlt noch. Er hat es auch schon, ne? Ja. Sie auch und sie auch. Heiße Verfolgung. Die Polizei ist Claire dicht auf den Fersen und die Brücke über den Fluss ist wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Oh, das ist richtig GTA, Leute. Sie muss wohl eine 180-Grad-Wende hinlegen und versuchen, sich zwischen ihren Verfolgern hindurchzuschlängeln. Oder wäre es vielleicht möglich, mit Vollgas über die Brücke zu springen? Wir sind Badass. Mal sehen, ob es funktioniert hat. Das Auto segelt elegant über die Lücke in der Brücke. Es ist genauso wie in dieser Fernsehsendung, nur dass bei der Landung von Claire beide Achsen brechen und sie den Auspuffdampfer verliert. Hoppla. Leistungsverschlechterung. Aber immerhin wurden wir nicht gefasst, oder? Beschämt. Autostunt Wirklichkeit. Nicht der Flug ist schwierig, sondern die Landung. Ich frage mich, ob es auch funktionieren kann. Das ist die nächste Frage. So. Also hier. Stimmt, hier wird dann ja auch gekocht und so. Das haben wir ja auch gemacht. Hier wird sich um den Garten gekümmert.
Ach, hier sammeln die schon fleißig ein. Ja, ist so viel dazu. Er macht sauber. Typ, reparier das doch erstmal. Das macht viel mehr Sinn. Oder geh mal in dein Zimmer und schmeiß deine Wäsche zusammen, mein Freund. Ich sag dazu nichts weiter. Ja, ich muss dir mal nebenbei was trinken. Er geht auch einfach schlafen. Ja, warum nicht? Ja, langsam sehen die Zimmer echt bewohnbar aus. Und er hat hier seine Hanfplantage, wie Sarah schon schrieb. Ich weiß gar nicht, ob die sich hier echt jedes Video anguckt. Von Sims. Also, dass sie bei Heinrich, glaube ich, gerne zuguckt. Allein wegen Hans. Ja, okay. Hier ist das Licht an. Okay, draußen ist immer das Licht an. Naja, warum auch nicht? Wir haben keinen in der Malerkarriere, oder? Können wir gar nichts so Gutes Malerisches holen. Ach, Claire, wie lange musst du denn noch arbeiten? Nee, aber es würde mich mal interessieren, was wir hier für ein schönes Heim bauen könnten. Wenn das dann für eine Familie vererbt wird. Oder eine Familie hier einzieht. Da könnte man dann auch eine Challenge machen. Dass man bestimmte Dinge spielen muss, damit die Räume frei werden. Dass die als erstes nur das Erdgeschoss haben oder so. So, Claire hat Geld mit nach Hause gebracht und wurde nicht befördert. Ich habe erstmal Fruchtwagen gelesen. Aber gut. Ja, liebe Claire. Dann gehst du mal duschen, würde ich sagen. Ist das schon die unkaputtbare Badewanne? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Sie sieht voll motiviert aus. Sie könnte echt mal Sport vertragen, ne? Die geht hier ein bisschen auseinander, die Gute. Ach ja, wir haben unsere coole Garderobe mal gebaut gehabt. Ich habe gefühlt ewig nicht mehr Sims gespielt, weil ich ja ein paar auf Vorrat aufgenommen hatte, ein paar Parts. Ich werde jetzt heute nur zwei aufnehmen auf jeden Fall. Oh, dann gehst du mal auf die Toilette. Wie sieht es denn hier mit den Gruppenpunkten aus? Wir hatten doch eben noch genug neue Gruppenpunkte da. Dann enden wir die Versammlung mal. Einstellungen. Nee, warte mal. Hier können wir die Vorteile kaufen, ne? Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Gartenarbeit, Boost. Vielleicht noch Kochen, Boost. Dass wir anfangen, die Sachen, die wir hier machen müssen, dass es einen Boost gibt. Ja, super. Das funktioniert natürlich jetzt nicht. Wobei, schmeißt sie sie jetzt raus? Ja, ne? Das ist gut. So, jetzt haben wir noch einiges an Essen. Sie darf sich mal an der Pasta hier. Die darf sie sich jetzt mal gönnen. Und dann schauen wir uns den Comedy-Kanal an. Wobei, Claire möchte eine Romanze sehen. Oder sowas macht Claire auch mal. Habe ich jetzt überlegt. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Wir könnten unser Wohnzimmer irgendwie nochmal verschönern. Das sieht noch sehr leer aus. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nicht die Bombenidee, was wir mit dem Wohnzimmer hier noch alles anstellen könnten. Da würde ich gerne noch ein bisschen warten, auch bis wir dann ein bisschen mehr Geld haben. Ich meine, wir haben jetzt ja viele Zimmer hier schon, sag mal so dekoriert, vollgestellt. Das passt dann schon. Wie zum Beispiel hier von ihm. Da haben wir ja auch so Blumen und so ein Kram. Was da halt gut reinpasst. Was ist das jetzt? Verrückt lachen. Ja, ich sitze vor dem Fernseher, esse was und lache verrückt. Ist ganz normal. Ja, nee, ist klar. Ist klar, meine Liebe. Oh je.
glaube, dann darf die Gute mal schlafen gehen danach. Das können wir ihr mal gönnen. Wobei, ey, wir ersetzen das ja einfach, komm. Schlafen. Reparieren tut's ja keiner. Also ersetzen wir es einfach. Oder können wir gleich unser lieben Damien weiterspielen und uns mal um sein Zimmer kümmern. Ihre coole Bude, ey. Einen modernen PC hat sie auch schon, das ist gut. Dann machen wir jetzt noch mal auf ein bisschen schneller vorbei. Ey, dieser ganze Klamottenhaufen hier, ne? Scheiße, Alter. Wie wär's, wenn du mal aufräumst, Digga? Sieht er nicht so. Sieht er nicht so. Aber hey, warum sollte man noch aufräumen? Na, das ist das Gute, die wird jetzt nicht mega lange brauchen. Zum Schlafen und danach darf sie erstmal bewässern, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Was muss sie dann noch machen? Geschicklichkeit und Schelm. So, Damien, mein lieber Kollege, Freund, Typ. Du nimmst jetzt auf jeden Fall erstmal Urlaub. Urlaubstag nehmen, jo. Und dann Entwicklungschef, Technikguru 6. Er muss sowieso noch mal programmieren, ein bisschen lernen. Jo, verwende ja mal alles und so. Er muss auch programmieren als Tagesaufgabe. Das können wir dann auch mal machen. So, nachdem er auf Klo und Duschen war, gönnt er sich Hähnchenbrust zum Frühstück. Das ist ganz normal. Das macht man. Der hat einfach 7 Wäschestapel bei sich in. Oh, nee. Schau dir dazu einfach den Kochkanal an. Ey, wie viel hat der denn dabei? Der hat hier alle eingesteckt, der Typ. So. Schneekugel Emily. Wer mal mit hier hinstellen, ne? Toll, jetzt ist sie weg. Egal. Wir haben Seifenblasen von der Geekon. Naja, immerhin ist die noch da. Dann verscherbeln wir mal seinen Wäschestapel. Dieser Typ, ne? Ja, ich werde mir noch mal eine Idee fürs Wohnzimmer suchen, was wir hier Schönes machen könnten. Dass wir das hier ein bisschen schöner machen. Bisschen wohnlicher auch, ne? So. Das sieht gut aus. Das Kaninchen eskaliert. Lenny vögelt Sora, oh mein Gott. Oh, ist das geil. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber sie knurrt da richtig, ey. Also jetzt gerade nicht mehr, aber jetzt gleich. Ist das geil, ey. Dass Lenny mal wild wird, ey. Das hätte ich nicht gedacht bei dir. So, Damien. Wir können mal dein Zimmer erstmal aufräumen, als geht ja mal gar nicht. Zu Wäschekorb bringen. Meine Herren, ey. Guck mal, das stinkt schon. Das ist schon richtig dreckig. Oh Mann, Dicker. Nee, ey, das kann man sich hier nicht ansehen, ne? So, aber erstmal muss ich den Move Objects Sheet anmachen. Move Objects. So. Dann packen wir mal hier in die Ecke. Und jetzt bin ich mal so frei,
und zieh das jetzt einfach rein und dann bring das von dort aus in die Waschmaschine. Dass wir einmal sein Zimmer aufgeräumt haben, ey. Das ist hier nämlich echt ein bisschen eklig. So, Wäsche machen, in die Waschmaschine stecken. Hallo, jetzt setz dich nicht an den Computer. Meine Herren. Dann kannst du das hier auch noch in die Waschmaschine stecken, wenn du schon mal dabei bist. Ne? Kannst du Wäsche machen. Wäsche waschen. Dusenfilter reinigen. Damit das hier nicht kaputt geht, ne? Alles. So, in die Waschmaschine stecken. Und dann ist er jetzt mal unser Hausmann hier. Was hat er denn da für einen Müllsack, ey? Dann darfst du hier die Wäsche waschen und hier den Flusenfilter reinigen. So, und das hier ist bestimmt fertig, ne? Ne, doch nicht. Wow, das dauert ja voll ewig. Dann darfst du jetzt Programmieren üben. Und zwar, mach ein Virus. Virus ist immer gut. Viele Firmen hat der Jingle gefallen und ein Angebot abgegeben. Ach so, vielen Firmen. Jackpot. Ja, cool. Der Bohrmaschinen-Jingle, ich erinnere mich noch. Also, ne, Bohrmaschinen-Jingle ist sehr beliebt. Ach so, er muss noch fleißig arbeiten, das vergesse ich hier ab und zu mal. Ein Thron hier, ey. Hier fehlt noch die Spielekonsole für ihn eigentlich, ne? Ja. Erstmal darf er sein Virus da weitermachen. Bis die Wäsche da mal soweit ist. Und Phyllis geht jetzt auch arbeiten. Du bist so ein Lauch, ne? Ich sag dazu jetzt mal nichts. Warte mal. Hallo. Zu Trockner hinzufügen. Ist auch nicht schlecht. So. Der ist auch zur Arbeit, ist gut. Ich bin gut, dass die hier ihre Sachen freiwillig machen. Hier ist die ganze Wäsche schon wieder voll, ne? Zu Trockner hinzufügen. Ah, ich finde ja unsere Ecke hier mit den Regalen, die ist echt schön geworden. Die sieht echt geil aus. Ach so, wir müssen den Trockner auch noch anstellen. Ohne wird das auch nichts, ne? Wie macht man sowas? Ich drücke da einfach mal drauf. Wo ich in der Klinik war, stationär, dann habe ich da ja auch immer Wäsche gewaschen und einen Trockner getan. Oder ab und zu. Und dann musste ich mir auch erstmal durchlesen, wie man sowas überhaupt macht. Weil ich wollte die dann da nicht unten hinhängen, in den Keller, wo einfach jeder hingehen kann. Und oft habe ich dann auch zu Hause gewaschen und das dann irgendwie mitgenommen oder so. Aber es war schon schwierig, weil man hat ja nur 24 Stunden zu Hause. Digga, du willst jetzt nicht mit der Pflanze reden. Eigentlich musst du programmieren. Und wir fangen jetzt mal an, dass du selbst deinen Computer reparierst. Ich meine, du bist ein PC-Freak. Du wirst ja wohl deinen Computer reparieren können. Hat hier eigentlich jemand noch nicht den modernen Computer? Ich muss gerade mal nachgucken. Der Trockner ist fertig. Schön. Wir haben alle den modernen, ne? Ja, perfekt. Perfekt. So, dann reparier das mal fleißig. Ausräumen und Wäsche weglegen. Den ersetze ich jetzt einfach mal, weil mich dieses Gepiepe gerade voll nervt. So. Jetzt aber programmieren. Dann modifizier mal My Sims Go. Erinnert mich an Sims Mobile. Ich werde das jetzt hier auch einfach mal wegschmeißen. So, erinnert mich an Sims Mobile. Da werde ich gleich auch noch was aufnehmen. So. Das machst du schön, mein Freund.
Immerhin hat sie die Wäsche abgelegt. Gefaltete Kleidung. Ich freue mich bei der Einfamilienhaus-Challenge auf das Öko-Haus, ey. Das wird so geil. Und was dann hier raus wird, da bin ich auch gespannt. Weil wenn die dann fertig ist, dann könnte man ja noch irgendwas fortlaufend machen. Aber wir gucken mal. So. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.